ein Fluss, kleine Straßen durch den Wald, ein Karsee im Nordschwarzwald und die Haslacher Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten. Wenn du darauf Lust hast, dann bleib dran. Es ist Ostern. So, oder für uns eher so, als wir beschlossen, die Saison 2023 im Schwarzwald zu eröffnen. Bis dato war das Wetter wenig einladend, aber am Ostermontag waren Sonnenschein und 19 Grad angesagt. Also raus aus den Federn und rauf aufs Moped. So, wir sind heute auf unserer, man kann sagen, zweitgrößeren Tour in diesem Jahr. Man sieht das auch, zum Saisonbeginn fahren wir meistens in Gelb. Wir haben immer noch den Eindruck, dass uns die Autofahrer nicht wirklich wahrnehmen. Deswegen leuchten wir so gut, wie es geht. Heute fahren wir vom Kinzigtal aus, beziehungsweise durchs Kinzigtal. Wir starten in Haslach, machen eine Runde zum Elbbachsee, heißt der, glaube ich. Und gucken, dass wir von da ein bisschen anders wieder nach Haslach zurückfahren. Zwischendurch gibt es ein paar schöne Videos von der Strecke und vom Kinzigtal. Hier haben wir die erste Drohnenaufnahme gemacht, überhaupt die erste Drohnenaufnahme, die Bestandteil unserer Videos werden wird. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wenn ihr fahrt, die linke Hand zum Gruß, bleibt unfallfrei, seid gesegnet. Tschüss. Durch die Haslacher Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten geht es erst am Ende des zweiten Teils. Nun aber rauf auf die Piste. Wir starten am Ortseingang von Haslach und biegen an der ersten Ampel links ab. Die Moschee lassen wir rechts liegen. Wir folgen der Beschilderung nach Fischerbach und ahnen erstmals, dass die Strecke schön werden könnte. Die Kinzig fließt unter uns und wir nähern uns sehenswerter Strecke. Das Kinzigtal erhält seinen Namen von dem gleichnamigen Fluss. Die Kinzig ist 93 Kilometer lang, entspringt in Loßburg und fließt in Kehl in den Rhein. Ehemals galt sie als Trennung von Nord- zum Südschwarzwald. Aufgrund von Hochwassergefahr wurde sie schon früh eingedämmt und begradigt. In den letzten Jahren gibt es an mehreren Stellen Renaturierungsversuche. Mehrere Burgen, Schlösser und Klöster wurden an der Kinzig oder in ihrer Nähe gebaut, was auf die Wichtigkeit des Flusses als Verkehrsstraße und für den Handel hindeutet. Weitere Infos findet ihr unter www.schwarzwald-netz.com. An der Kinzig entlang führt uns die Strecke tiefer ins Kinzigtal. Der blaue Himmel mit seinen Zirruswölkchen tut seinen Teil dazu, die Fahrt mehr und mehr als Fahrt ins Grüne zu genießen. Den Straßenrand säumen die früh blühenden Obst- und Zierkirschenbäume, vornehmlich in Weiß und Rosa. Bei der Fahrt durch Fischerbach fällt uns eine Kirche auf, die wir später als die katholische Kirche St. Michael identifizieren. Durch ihre erhöhte Position erweckt sie den Eindruck, als throne sie über der Stadt und über diesem Teil des Kinzigtales. Wir nehmen uns vor, einen etwas genaueren Blick zu werfen. Da wir, wie leider fast immer, etwas in Zeitnot sind, belassen wir es allerdings bei den Außenaufnahmen. Ab Ortsausgang Fischerbach bleiben die Stadt und ihre Ausläufer hinter uns zurück. Die Strecke wird kurviger, die Aussicht schöner, der Fahrspaß steigt. Mit Radfahrern muss man auf nahezu allen nun folgenden Streckenabschnitten rechnen. Wir reisen gerne gemütlich, lassen die, die schneller fahren, gerne vorbei. Die schmale, kurvige Straße führt uns über einen längeren Streckenabschnitt sanft bergauf, abwechselnd durch Wald und an Wiesen vorbei. Dabei ergeben sich immer wieder mal kurze Ausblicke in die schöne Landschaft. Wir lassen euch die Eindrücke nun mit ein wenig Musik genießen. Thank you.
Wer Lust auf eine Pause hat, kann mitten in dieser schönen Waldstrecke zum Beispiel an der Kreuzsattelhütte zur Ruhe kommen. Wir haben sie nur passiert, da sie noch geschlossen hatte. Ab hier wird die Straße merklich schlechter und wir beginnen die Abfahrt nach Balke. Die Strecke führt uns weiter unten im Tal am Erzenbach entlang. Hier machen wir auch eine kleine Pause. Wir genießen die Aussicht ins schmale Tal. Überflüssig zu bemerken, dass es hier haufenweise Wanderwege gibt. Wir wandern heute lieber mit dem Motorrad und probieren nochmal unsere Drohne aus. Wir arbeiten noch daran, dass die Drehbewegungen wackelfreier und flüssiger werden. Versprochen. Einen Eindruck von diesem Talabschnitt bekommt man trotzdem. Wir finden wunderschön. Diese Aufnahme ist jetzt in unsere Fahrtrichtung. Und während Alexander noch fliegt, bin ich schon wieder auf dem Moped unterwegs. In Balke geht es auf die L96 in Richtung Schabbach und Bad Rippoldsau, an der Wolf entlang. Obgleich dieser Streckenabschnitt schon wieder auf einer etwas größeren Straße entlang führt, ist er sehenswert. Die Wolf plätschert rechtzeitig der Straße so vor sich hin. Kurz vor Schabbach gibt es links einen Abzweiger auf die L93 nach Bad Peterstal. Wer Lust auf eine Straße mit tollen Kurven und neuem Belag hat, der sollte sich diese Strecke unbedingt merken. Die Holzberge weisen darauf hin, dass Holz auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Schwarzwald ist. Neben der L96 fließt die Wolf, ein rechter Nebenfluss der Kinzig. Sie entspringt in der Nähe der Alexanderschanze und mündet in Wolfach in die Kinzig. In der Geschichte gibt es zahlreiche Erwähnungen, wie die Wolf, ein eigentlich sanft dahinfließendes Flüsschen, bei Starkregen oder in der Zeit der Eis- und Schneeschmelze zu einem reißenden Fluss wurde, der in der angrenzenden Ortschaft für Hochwasser sorgte. An der Wolf liegen mehrere Sägewerke, Holzgroßhandlungen und Schreinereien, wie eben schon zu sehen waren. Die Wolf, auf der die gefällten Stämme früher als Flöße transportiert wurden, spielt dafür heute keine Rolle mehr. Zwischen Schabbach und Bad Rippoldsau gibt es einen alternativen Wolf- und Bärenpark. Infos dazu findet ihr unter www.br.de. Die nächstgrößere Gemeinde an der Wolf ist Bad Rippoldsau. Im Zentrum halten wir uns links auf der L96 in Richtung Kniebis und fahren weiter an der Wolf entlang. Bad Rippoldsau und Schabbach sind rechtlich eine Gemeinde, die als Heil- und Luftkurort im Schwarzwald gilt. Urkundlich sind die beiden Orte bereits im 12. und 13. Jahrhundert erwähnt, blicken also auf eine längere Geschichte zurück. Optisch ist für den nur Durchfahrer davon heute nicht viel zu sehen. Weder den Teil Schabbach noch den Teil Bad Rippoldsau haben wir als besonders sehenswert erlebt. Aber immerhin verfügt Bad Rippoldsau als Heil- und Luftkurort über eine Kurklinik mit zugehörigem Kurpark. Am Ende der L96 biegen wir rechts ab auf die B28 in Richtung Kniebisdorf. Kniebis selbst ist ein kleines, rund 750 Jahre altes Schwarzwalddörfchen, das zu Freudenstadt gehört. Im Winter ist es ein beliebtes Ziel für Skifahrer.
Aber auch Wanderer kommen hier auf ihre Kosten. Unter www.kniebis.de gibt es die notwendigen Informationen. Wir schlängeln uns durch Kniebisdorf vorbei an der Fachklinik Wiesengrund bis zum Parkplatz Kohlwald. Von hier aus ist es nur ein 8- bis 10-minütiger Fußmarsch zur Aussichtsplattform Elbbachsee. Der Weg führt über den Heimatpfad und bietet am Hornisgrindeblick ein lauschiges Plätzchen rauschenden Wassers. Der Ausblick dort ist leider durch zwei hochgewachsene Tannen versperrt. Aber nur wenige Meter weiter ist die Aussichtsplattform mit Fahrradparkplatz. Sie wurde 2014 aus heimischer Douglasie erbaut, ist 30 Meter lang und schwebt quasi auf 932 Metern. Von dort aus bietet sich ein wunderbarer Blick über den Nordschwarzwald. Zu Füßen der Aussichtsplattform liegt der Elbbachsee. Er entstand erdgeschichtlich vor ca. 15.000 Jahren. Vor etwa 25.000 Jahren, also in der letzten Eiszeit, trug der Schwarzwald eine dicke Eiskappe. Das Klima wurde milder und die Gletscher schmolzen nach und nach. Es entstanden kesselförmige Vertiefungen, die Kare, in denen sich das Schmelzwasser sammelte. Durch Verschiebungen von Eismassen sammelte sich auch abbröckelndes Geröll an den Rändern der Kare. Dadurch entstand eine zusätzliche natürliche Barriere, der Karriegel. Der Elbbachsee durchbrach nach und nach den Karriegel, verlandete großteils und bildete ein Hochmoor. Mit diesem Blick auf Nordschwarzwald und Elbbachsee verabschieden wir uns von euch. Im zweiten Teil zeigen wir eine andere Strecke zurück nach Haslach und nehmen euch mit auf einen Gang durch die Altstadt. Wir hoffen, euch ein Highlight im Schwarzwald ein wenig näher gebracht zu haben und wünschen euch allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.